Frau André, aktuell sind die Umfragewerte der Grünen im Hinblick auf die Bundestagswahl im September stark gesunken. Eine Verbesserung des Wahlergebnisses von 2013 ist derzeit nicht zu erwarten. Auch die Zustimmung im Mittelstand lässt nach unserer Beobachtung nach. Mit welchen Positionen wollen Bündnis 90 die Grünen Mittelständler für sich als Wähler gewinnen? Was sind Ihre wirtschafts- und steuerpolitischen Kernthemen? Oder wollen Sie gar keine Wähler aus dem Mittelstand? Natürlich wollen wir Wähler aus dem Mittelstand. Wir beobachten eine ganze Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, dass für sie gerade der ökologische Umbau wichtig ist, dass Ökologie ins Zentrum der Wirtschaftspolitik auch gehört, neue Produkte, neue Produktionsprozesse, die aber auch wollen, dass es ein faires Steuer- und auch ein faires Sozialsystem gibt. Und diese progressiven Menschen für uns zu gewinnen, die hier sehr modern auch unterwegs sind und die grüne Politik unterstützen, das ist unser Ziel. Grüne setzen sich sehr für nachhaltiges Wirtschaften ein. Ebenso betonen sie den Wert örtlicher Strukturen. Beides wird im Einzelhandel massiv durch den Onlinehandel gefährdet. Großkonzerne verdrängen mit aggressiven Geschäftsmodellen mittelständische Fachhandels- und Handwerksbetriebe. Das gefährdet aus unserer Sicht die Struktur vieler kleiner Städte und Gemeinden. Welche Lösungsansätze sehen Sie, ein faires Nebeneinander von stationärem Handel und Onlinehandel herzustellen? Wie soll der Lebensraum Stadt in Zukunft gesichert werden? Wir halten das tatsächlich für ein ganz großes Problem, dass der Wettbewerbsdruck auf den Einzelhandel durch global agierende Online-Händler enorm zugenommen hat und dass sie Unterstützung brauchen, dass wir das auch nicht wollen, dass hier der Einzelhandel verdrängt wird. Deswegen brauchen sie Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Das ist die Frage, wie geht Online und Offline zusammen? Gibt es auch Investitionsmöglichkeiten, die auch unterstützt werden, dass sich ein Einzelhändler auch diesem Wettbewerb stellen kann? Aber eben auch die Rahmenbedingungen, die ein Online-Händler, ein klassischer großer Online-Händler heute so nutzen kann, sind die denn eigentlich fair, entsprechen die Wettbewerbsbedingungen? Was ist zum Beispiel mit der Frage, dass es völlig kostenlos möglich ist, die Dinge auch alle wieder zurückzuschicken, wo einfach auch hier tatsächlich auch unter ökologischen Fragestellungen mal ein Fragezeichen dran gemacht werden kann. Also es geht um die Frage, welche Rahmenbedingungen hat der große Online-Händler versus dem Einzelhändler vor Ort. Aber es wird auch um die Frage gehen, wie eigentlich die Verbraucherinnen und Verbraucher agieren, ob sie sich bewusst sind, dass wenn sie eine gute Innenstadt wollen, auch eine lebendige Innenstadt, dass es natürlich auch mit ihrem Verhalten zu tun hat. Und die Einzelhändler selber müssen auch Antworten geben im Bereich Qualitätsangebote, auch qualitative Beratung, die Erlebniswelt einkaufen. Also da tut sich ja relativ viel, aber tatsächlich werden wir über die Rahmenbedingungen, die wettbewerblichen Rahmenbedingungen von großen Online-Händlern sprechen müssen. Frau André, die EU-Kommission plant derzeit, die Berufsregelung den Mitgliedstaaten komplett zu entziehen. Damit droht dem deutschen Meisterbrief mal wieder eine Einstufung als unzulässige Berufszulassungsregelung. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Gerald Dühn hat demgegenüber in dieser Woche erklärt, wer dies in Brüssel plane, stoße auf den erbitterten Widerstand der Landesregierung. Wie stehen Sie zu diesen Plänen der EU? Wie bewerten Sie den Meisterbrief in Deutschland? Der Meisterbrief ist ein bewährtes Qualitätssiegel. Wir hatten die Novelle der Handwerksrolle im Jahr 2002, was dazu geführt hat, dass einige Handwerksbereiche ja ausgenommen wurden vom Meisterzwang. Das hatte keineswegs nur gute Entwicklungen. Da gab es viel ungute Konkurrenz, auch die ganze Frage der Ausbildung in den Betrieben wurde dann nicht mehr in der Form gewährleistet. Und was wir eben sehen müssen, ist, dass der Meister tatsächlich auch eine Qualitätsauszeichnung ist für jede einzelne Person, aber eben auch für den Betrieb. Das wollen wir beibehalten. Insofern sind auch wir der Meinung, dass die Vorschläge, die hier seitens Brüssel kommen, so nicht zielführend sind.